Richtig zahm scheint sie geworden zu sein, die Islamische Gemeinschaft Milli Görresch, die nach Aussage des Verfassungsschutzes größte islamistische Organisation, ist hoffähig geworden, wichtiger Ansprechpartner für deutsche Politiker, wenn es ums Thema Integration geht. Für nach außen erst einmal ein versöhnliches Bild. Jetzt hat sich aber ein Insider mit brisantem Material an uns gewandt. Milli Görresch ist demnach wohl alles andere als politisch zahm geworden. Recherchen von Stefan Meining und Ahmed Şenyurt. Irgendwo in Deutschland. Ein enttäuschter Anhänger der Islamischen Gemeinschaft Milli Görresch will sich mit uns treffen. Anlass war ein Report München-Beitrag über dubiose islamistische Finanzfirmen mit Bezügen zu Milli Görresch. Auch die Familie unseres Informanten verlor viel, viel Geld. Im Laufe der Monate und Jahre entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis. Unser Kontakt berichtet über Ideologie und Organisation der Milli Görresch. Als Beleg erhalten wir eine Festplatte. Es soll sich um einen internen Datenträger einer Milli Görresch-Vereinigung in Süddeutschland handeln. Als wir sie an unseren Computer anschließen, können wir unseren Augen nicht trauen. Wir stoßen auf hunderte brisante Dateien, interne Arbeitspläne, Mitgliederlisten und aus dem Internet heruntergeladene Gewaltvideos. Wir können sie zum Teil nicht zeigen, sie sind zu brutal, wie die Hinrichtung dieses Mannes vor laufender Kamera. In Berlin zeigen wir Dateien der Festplatte dem Experten für islamistische Ideologien Ralf Gadban. Er hält die Inhalte für authentisch. Milli Görresch, kann man sagen, ist so eine Art der Muslimbruderschaft für die Türken. Von der ideologischen Positionen ist es total nachvollziehbar. Wir zeigen Ralf Gadban auch diese Präsentation mit dem Titel »Die Wahrheit über Israel« und die lautet »Israel ist schlimmer als Nazi-Deutschland«. Das ist erstmal eine Verharmlosung des Nazismus und aller faschistischen Bewegungen. Das heißt, die grauen Wölfe können auch sagen, ah, so schlimm sind wir nicht. Es gibt noch schlimmer, nämlich die Juden, also Israel. Werden solche anti-israelischen Inhalte von der Milli Görresch vertreten? Wir bitten die Milli Görresch-Zentrale um eine Stellungnahme. Mehrmals. Ohne Erfolg. Wofür steht die größte islamistische Organisation in Deutschland, die Milli Görresch? So präsentierte sich die Islamische Gemeinschaft Milli Görresch, abgekürzt IGMG, Ende der 90er Jahre. Zehntausende Anhänger strömten damals, wie hier in Amsterdam, in die Fußballstadien. Umjubelte Leitfigur der Milli Görresch-Bewegung war damals Necmettin Erbakan, der erste islamistische Ministerpräsident der Türkei. Rufe wurden damals laut: Mücehit Erbakan, Gotteskrieger Erbakan. Erbakans zentrale Schrift, Die gerechte Wirtschaftsordnung, ist durchsetzt von Antisemitismen. Zitat: Der Zionismus ist ein Glaube und eine Ideologie, dessen Zentrum sich bei den Banken der New Yorker Wall Street befindet. Heute ist Milli Görresch Teil des politischen Establishments. Milli Görresch-Mitglieder nahmen unter dem Vorsitz des damaligen Bundesinnenministers Wolfgang Schäuble an Untergremien der Islamkonferenz teil. In Rendsburg in Schleswig-Holstein wird Ende 2009 eine neue Moschee eingeweiht. Die Moscheegemeinde wird dem Milli Görresch-Netzwerk zugerechnet. Ehrengast ist Ministerpräsident Peter Harry Carstensen. Und ich würde mich freuen, wenn alle Muslime sagen, wir sind muslimische Schleswig-Holsteiner. Die Islamische Gemeinschaft Milli Görresch, abgekürzt IGMG, eine Organisation, die mit der Vergangenheit gebrochen hat? Vor wenigen Tagen besuchen wir die Internetseite einer Milli Görresch-Organisation in Remscheid. Darauf diese Rede von Necmettin Erbakan. Der Zionismus ist ein Krokodil, das die Menschheit bedroht. Der Oberkiefer sind die USA, der Unterkiefer ist Europa und der Schwanz ist Israel. Spielt Erbakan, dem früher Milli Görresch-Funktionäre die Hand küssten, noch immer diese bestimmende Rolle für die Organisation?
Erbakan gilt immer noch als der geistige Führer in dieser Bewegung. Das heißt also, seine Ideologie, die er in der Türkei in die Milli-Görüş-Bewegung gebracht hat, spielt immer noch eine sehr große, aus unserer Sicht die tragende Rolle, immer noch bei der IGMG. Zentraler Bestandteil von Erbakans Ideologie ist der ewige Kampf der guten Ordnung Hak gegen das teuflische Battle-System. Und tatsächlich, auf der zugespielten Festplatte findet sich zuhauf Schulungsmaterial zu dem undemokratischen System Hak und Battle. Zu Hak gehören alle Anhänger von Milli Görüş. Zu Battle gehört beispielsweise die parlamentarische Demokratie. Man baut Feindbilder auf, und zwar nur einseitig. Und das, was unsere Demokratie ausmacht, nämlich sich kritisch mit anderen Dingen auseinandersetzen, das geht hier ganz verloren. Und diese Feindbilder führen natürlich dazu, dass man in dieser Organisation immer weiter sich tiefer verfestigt. Das ist nicht nur integrationsfeindlich, sondern das kann auch zu weiteren Dingen führen. Extremismus ist etwas, was den Nährboden bieten kann, auch für weitere Straftaten oder extremistische Taten. Beispiele. Zwei Geistliche mit Milli Görüş-Verbindungen, wie diese Unterlagen belegen, die Report München exklusiv vorliegen, wurden als sogenannte islamistische Hassprediger ausgewiesen. Beinahe zur gleichen Zeit lief die Islamkonferenz. Alle diese Schritte werden zugunsten von Milli Görüş gebucht, als Bestätigung ihrer Position. Sie können ihren Anhängern sagen, gucken Sie mal, wir brauchen uns überhaupt nicht zu bewegen. Sie kommen sowieso zu uns, weil sie uns brauchen. Doch wie schätzt der neue Bundesinnenminister Thomas de Maizière die islamische Gemeinschaft Milli Görüş, abgekürzt IGMG, ein? In einer Stellungnahme heißt es, Belege für ernstzunehmende oder erfolgversprechende Bemühungen innerhalb der IGMG um eine verfassungskonforme Ausrichtung der Organisation gibt es derzeit nicht. Worte, auf die bislang keine Taten folgten.